Frau Schneider, Sie waren ja bereits 1992 zum ersten Mal in Moskau und am Roten Platz. Was hat Sie an diesem Land schon immer so fasziniert? Ich habe damals 92, da war ich 20 als Studentin, als junge Dolmetschstudentin, da sprachen Russisch eben und Französisch in Moskau. Und es war mein erster Moskau-Besuch, ein bisschen Russisch habe ich schon können und mich auch mit der Bevölkerung unterhalten natürlich. Was mich damals so fasziniert hat und weshalb ich eigentlich auch dann über kurz oder lang in diesem Land leben wollte und nicht nur kurz studieren, war dieser große Gegensatz damals zwischen der sozialen und wirtschaftlichen Lage. Das war total schlimm Anfang der 90er Jahre. Es war gerade die Sowjetunion zusammengebrochen 1991 und ich war 92 dort, also kurz danach. Es hat in den Geschäften fast nichts einzukaufen gegeben. Die Regale waren leer. Es sind die sowjetischen Staatsbetriebe aufgelöst worden durch den Zusammenbruch der Sowjetunion. Für viele Menschen ist nicht nur ihre Ideologie zusammengebrochen. 70 Jahre hat man ihnen eingehämmert, der Kommunismus ist gut und das ist die richtige Form des Lebens und Kapitalismus ist schlecht. Und dann waren von einem Tag auf den anderen, war das alles weg und hat alles schlecht, wurde irgendwie sozusagen als das falsche Lebensmodell kritisiert und die Wirtschaft war auch zusammengebrochen, die Menschen haben keine Arbeit mehr gehabt. Und trotzdem hat es irrsinnig viel Hoffnung gegeben. Ich habe damals viel mit russischen Studenten natürlich, die gleich alt waren, zu tun gehabt. Und alle waren so hoffnungsfroh und haben gesagt, schaut her, wir werden bald leben wie ihr im Westen. Die Grenzen gehen jetzt auf, wir werden reisen können, so wie ihr. Wir werden uns unsere Jobs selber aussuchen können. Wir werden ein Leben ohne totalitäres Regime führen können. Und dieser Gegensatz zwischen eigentlich sozial total dramatischer Lage und dieser Hoffnung, dieses Aufbruchs, der sich übrigens dann nur teilweise erfüllt hat, also diese Hoffnung, das hat mich wahnsinnig fasziniert damals.